Buchhaltung, wo die täglich die Ausgaben und Einträge registriert wurden. Die Namen, die sind noch auf Deutsch, aber zum Teil ist es auch auf Brasilianisch. Also so abwechselnd. Erinnerungsstücke aus 8 Jahrzehnten deutscher Präsenz in Rolandia. Auch die eigene Familiengeschichte der Schaufs fehlt nicht. Auch diese Kiste, das waren auch die ersten Möbel, die damals gebraucht wurden. Die Möbel kann man ja nicht mit, ne? Und die mussten erst hergestellt werden. Erinnerungsfetzen aus der Kindheit, als das Radio Nachrichten von den Schauplätzen des Zweiten Weltkrieges in den Urwald brachte. Nachher sind meine Eltern nach Europa zurück. Und es war der größte Wunsch, dass auch alle Kinder wieder zurückgehen. Denn meine Eltern, die sind ja gezwungen worden, auszuwandern. Sie sind nicht freiwillig ausgewandert. Mein Vater ist aus politischen Gründen ausgewandert. Und sein Wunsch war, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Aber einer musste sich ja um das Land kümmern. Ich habe mich persönlich, auch meine Frau, die ja auch Deutsche ist, habe mich sehr gut in der brasilianischen Gesellschaft integriert und fühle mich heute also als richtiger Brasilianer. Sie sind also nicht wehmütig, dass die Deutschen hier weniger werden jetzt? Nein, das bin ich nicht. Und in diesem Sinne habe ich auch versucht, meine Kinder zu erziehen, dass sie zwar das Deutschtum achten und schätzen, aber dass sie sich als gute Brasilianer fühlen. Das war für mich wichtiger. Nikolaus Sohn Benedikt ist ein begeisterter Wochenendpilot. Das Fliegen hat er auch bei Martin Schließler gelernt. Das Flugzeug war für den rastlosen Bilderjäger Schließler ein unentbehrlicher Helfer. So konnte er Dinge sehen und filmen, die ihm damals sonst verborgen geblieben wären. Wie die Wasserfälle von Iguaçu im Süden Brasiliens. Ihr gewaltiges Ausmaß ist ebenfalls erst aus der Vogelperspektive erkennbar. Heute liegen sie in einem kleinen Naturpark, der von eintönigen Agrarwüsten fast erdrückt wird. Doch all das ist schnell vergessen beim Anblick des unvergleichlichen Schauspiels, das dem Besucher noch immer geboten wird. In Iguaçu lässt sich eines der grandiosen Landschaftspanoramen dieser Erde bestaunen. Die überliegende Flussseite gehört bereits zum Staatsgebiet des Nachbarlandes Argentinien. Der Hafen von Buenos Aires. Als Martin Schließler Anfang 1964 diese Aufnahmen macht, ist das Land weltweit größter Produzent für Rindfleisch. Und Wilhelm Staudt, ein König des Fleischhandels. Es herrscht Boomstimmung. Die Hauptstadt Argentiniens wächst und gedeiht. Auch der Spross deutscher Einwanderer hat es mit Fleiß und Geschick weit gebracht. Sein Office steht in ständigem Kontakt mit Kunden in aller Welt. Doch den Preis bestimmt die Fleischbörse im fernen Chicago. Buenos Aires muss folgen. Anfang der 60er Jahre läuft das Geschäft jedoch bestens. Wilhelm Staudt ist ein gemachter Mann. Die Statussymbole der Zeit belegen seinen Reichtum. Besonders die Estancia ist sein ganzer Stolz. Eine hochproduktive Rinderfarm.
Ein prächtiger Herrensitz bildet das Herz des Anwesens. Hier empfängt der ebenfalls deutschstämmige Verwalter den Großgrundbesitzer zum Inspektionsbesuch. Jahre sind seitdem vergangen. Die Estancia ist nun gut über eine Schnellstraße zu erreichen. Am Eingangstor wird jeder Besucher kontrolliert. Sicherheitscheck. Die Banca Herencia ist heute ein luxuriöser Country Club. Die riesigen Rinderherden von einst sind verschwunden. Nur Herrenhaus und Park scheinen in ihrer Pracht konserviert, wie im Museum. Wilhelm Stauds Sohn Alejandro ist hier nur noch zu Gast. Im Gästebuch seiner Eltern hat er Martin Schließlers Eintragung gefunden. Er kann sich noch gut daran erinnern, dass der Besucher aus Deutschland den Kindern beim Bau eines Baumhauses geholfen hat. Er selbst war damals 12 Jahre alt. Es war schön hier, viel zu wenig Zeit, um all das Interessante zu filmen oder gar zu zeichnen. Wir hoffen, einen guten Film zu machen und danken herzlich für die Hilfe und Gastfreundschaft. Ihr Martin Schließler, Günter Sturm und Kurt Schlenker. Ah, die waren beide sehr gute Freunde von meinem Vater. Ich kenne die beide sehr gut. Glaublich, ja? Toll. Da ist Papa mit dem Verwalter Adolf Scharf. Adolf war Schulkamerad von Vater in der Goetheschule in Buenos Aires. Der Rhythmus der Rinderherden und der Weltmarktpreis für Fleisch bestimmten das Leben auf der Estancia. Bis dieser Preis eines Tages immer weiter fiel und sich das Geschäft nicht mehr lohnte. Das ist Daniel Pérez, da ist Pancho Dolosa, Daniel Garcia. Die sind alle schon lange tot. Ramon Torres. Ramon Torres ist auf der Banca Herencia geboren worden und hatte sein Leben lang nur einen Arbeitgeber. Das war meine Familie. Unglaublich. Incredible, ne? Der Alltag der Gauchos war entbehrungsreich und gefährlich. Harte Burschen gegen sich selbst und andere. Vom Mythos verklärt als Machos mit Herz. Ihr habt das ja gesehen. Fleisch ist in Argentinien sehr beliebt. Jeder isst hier viel Fleisch. Das Erbe der Stauds ist in einem kleinen Museum zu bewundern. Stolz führt Alejandro durch die Sammlerstücke aus einer Zeit, als Argentinien das reichste Land der Welt war. Mein Urgroßvater mit diesem Schiff hat seine erste Reise nach Argentinien gemacht. Zeugnisse der faszinierenden Familiengeschichte. Das hochherrschaftliche Porträt der adligen Großmutter. Zu Besuch beim letzten deutschen Kaiser. Die Stammvilla der Familie Staudt im Berliner Tiergarten. Im Zweiten Weltkrieg ist sie den Bomben zum Opfer gefallen. Alejandro Staudt nennt heute eine Pferdezucht in der Nachbarschaft von Banca Herencia sein eigen. Doch die Pferde sind immer noch herrschaftlich. Seitdem der Polosport weltweit einen Boom erlebt, kann Staudt sein Reich wieder stetig vergrößern. Er gilt als einer der besten Züchter des Landes und erzielt mit seinen Pferden international hohe Preise. So treffen sich beim Training argentinische Profispieler mit superreichen Börsenhändlern.